Hi, meine Hasen. Ja, es geht weiter mit Ramira und Edna. Wir sind ja jetzt hier beim Rätsel. Und ich hatte ja vorhin was richtig gehabt. Warte mal, der Teufel ist böse und viele Weisheit. Teufel lügt, ich glaube, ich, oder? Mit allen Bösheiten. Vielleicht hier das da. Ach nee, geht da nicht. Vielleicht das hier. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Achso. Probier was anderes. Okay, Tag ist böse mit vielen Weisheiten. Bleib mal bei denen, bei den. Vielleicht das hier? Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Gut, dann machen wir es mal so rum. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Der hier? Ja, das ist logisch. Okay. Ich jetzt der. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Nein, nicht wieder alles weg. Ach, Mann. Das war hier. Ja, das ist logisch. Vielleicht so rum. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Das ist. Man hat ja nur noch zwei in den. Aber vielleicht. Was machst du denn da? Auch nicht. Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Vielleicht. Oh, nicht mehr. Nee, weiteres. Das? Vielleicht. Ja, das ist logisch. Vielleicht. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Das ist nicht nett. Okay, also gleich. Willkommen. Los. Ja, das ist logisch. Das ist logisch. Lass mal was mal so. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Oh.
Ja. Ja, das ist logisch. Tja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Das ist... Ja, das ist logisch. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind... Okay, ich habe vielleicht eine Idee. Also diese waren ja immer richtig. Jetzt drehe ich das einfach mal um. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind. Gibt ihr beim nächsten. Na also, Lügen sind. Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Aber ich hatte das doch, oder? Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Warte, ich da einen Drehfehler dran. Sorry, dass ich das jetzt mal geschummelt hat, aber... Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Okay, ja, entschuldige für das Weiterklicken, aber irgendwie, wissen Sie. Naja. Ja, Pinocchio, wer lügt, kriegt eine lange Nase. Mann. So. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ich lasse dich laufen, aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit! Hey! Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Okay. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Also irgendwann erhänge ich diesen Hasen. Woogie. Ja, wir kennen es ja schon.
Schon wieder hier? Ah, vielleicht kann ich jetzt mit ihr reden, dass ich angeblich hier bin. Huch, bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Aha. Oh je, du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, hier war der Punkt. Ach, halt, scheiße, warte mal, da wache ich ja wieder auf. Oh, nee, scheiße. Verdammt. Oh. Wagga, wagga, wagga! Ah, guck mal, das ist besser. Wagga, wagga, wagga! Dankeschön. Vielleicht beruhigt er sich ja damit. Oh! Warte mal, sie sagte was von Münzen. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Okay. War jetzt nicht ganz so gedacht. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Na gut. Wo willst du denn hin? Oh, du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Ach, komm her. Irgendwann muss das einmal klappen. Okay. Ja, wir wissen's schon. Oh, ich habe ihn auch so wirklich umgebracht. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Oh, danke schön. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu... Nimm du ruhig den... Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Er ist tot. Aber hey, ich kann jetzt mit dem Hund spielen. Die Hunde hatten ihren... Jetzt war... Kann er jetzt mitspielen. Ah, mein Dom macht ihren Einsatz. Das heißt wohl, die wir mitspielen.
Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedel mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. Na? 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Okay. Hey, aber mit der Zigarre, es wird uns eigentlich nur noch Feuer, dann könnten wir die Rauchzeichen nachmachen. Damit wir hier mal rauskommen. Vielleicht anditschen? Tata. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Ich glaube mehr, dass er Hilfe geschrien hat, anstatt eine Marterpfahl. Ach du meine Güte, ist das aber nicht wie. Das ist gerade gar nicht so einfach. Was ist denn der jetzt? Ach, da oben. War der nicht mal angefangen? Ach dann, oh mein Gott, ey. Yay, geschafft. Thanks. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Das hat aber echt gedauert. Hallo. Dankeschön. Muss ich hier lang? Mom, kurz AFK. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Hm.
Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Mhm. Doch, kann man anklicken. Achso. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Aha. Mit einem Apache. Das wollten wir zwar nicht wissen, aber gut. Oh. Mom, kurz AFK. Re. Nein, danke. Gut, dann gehen wir mal zurück und holen mal unsere Medizin ab. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Mhm. Aha. Oh. Hier, die Bestellung habe ich erhalten. Hier, und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Oh, wow. Was mache ich jetzt damit? Ich bin hier immer gespannt, kann man den Scheiß einfach mal in seiner Tasche tun? Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Okay, das hat wirklich funktioniert. Warte mal. Schau mal nach dem Hinterhof. Nein, nicht den. Oh. Da lang, danke. Danke, die Prärie. Oh, meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Stimmt, dafür den Junkfood. Ha. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du, was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Warte mal, haben wir fast gefüttert.
geworfen. Nahrungskringel? Wenn das Sonnencreme ist, nein, danke. Ich benutze meine eigene Dialux Protect Sensitiv mit Lichtschutzfaktor 3000. Okay, das war eine blöde Idee. Was mit dir? Mein stinkt er. Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na siehst du. Doch wollen wir. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Ja, lass sie mal draußen. Hey, lass das. Ich brauche meine Sonnencreme. Wir könnten hier jeden Augenblick ein Ozonloch bekommen. Dialux Protect Sensitive. Mit Lichtschutzfaktor 3000. Oh, es geht los. Schnell eincremen. Creme dich mal schön ein. Schöne Scheiße. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Ach ja. Ich habe mir schon gedacht, dass ich diese Enthaarungscreme verwenden muss an ihm. Man müsste der Glitch gewesen sein. Hier. Naja. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schau mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdelü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Ja, allerdings. Kann man reingucken? Kann man so ein bisschen bewegen? Nee, schade. Hm.
Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lily musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Ja, dann passt doch mal nicht. Lily wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Es war hoffnungslos. Lily würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Kann ich ihn abschießen? Der Uhu schien nicht interessiert. Wahrscheinlich war er gerade mit wichtigen Uhu-Dingen beschäftigt. Garrett war außer Reichweite. Lily war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Es war hoffnungslos. Lily würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Wie muss es doch gehen? Es war hoffnungslos. Lily würde... What the fuck? Warum muss ich das denn noch machen?
Verbindung endlich geschafft. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Na, endlich. Endlich konnte Lily Garrett das ver... Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Warte mal. Das haben wir gleich. Oh oh. Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh oh. Das Phantom! Was? Lily schaute den flüchtigen Wärtern noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Aber die Eule war jetzt ein bisschen knifflig, muss ich wirklich mal sagen. Lily wusste nicht genau, wie man ein Auto benutzte, aber sie würde es schon irgendwann noch herausfinden. Ja, aber was mache ich jetzt mit den Scheißschlüssel? Wieder gehen oder was? Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Okay. Sie hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Warum sollte ich auf seine Anweisungen hören? Hallo, der wollte mich erst in 3 Tagen abholen. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Was kann man denn hier alles machen? Die Tür war fest verschlossen. Wer hätte das jetzt gedacht? Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend, versuchte Lily die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Na, so ein Hallodri! Der diebische Hamster hatte Lily erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lily weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Es gab nicht viele Arten, einen Busch zu benutzen. Lily hatte sie einmal alle auf einer Liste zusammengetragen. Aber dann hatte die Oberin ihr die Liste weggenommen. Lily wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte... Ja, ist ja gut. Es gab nicht viele Arten. Lily hatte sie... Aber dann hatte die Oberin... Den Schlüssel anklicken. Die Idee war gut.
aber Lillys Arme waren zu kurz. Wie immer. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Ja, schön. Ja, damit. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Ach nee. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Tja, warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Okay, wir kommen zu Kapitel 3, die Anstalt. Sehr schön, gleich mal reingeplumst. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Doch, ich krieg jetzt einen Schlüssel. Okay. Guck kurz weiter, bevor ich den Schlauchboot quäle. Okay, ich guck gleich beim Schlauchboot. Oh. Ja, auch cool. Oh wow. Da ist sie ja zu Fuß schneller. Mhm. Okay, ist anscheinend von nichts weiter, oder? Nee. Na gut. Hier? Die Tür war fest verschlossen. Oh. Oh. Na, wen Alter. Haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Ja, in dem Fall. Und tschüss. Hey, komm zurück! Da geht's echt nicht weiter, so ein Kack. Gib auf! Du kannst mir nicht entkommen! Schon gar nicht gegen die Strömung! Gut. Hey, komm zurück! Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nicht so schnell! Was? Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy-Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Energy-Smarty. Oh, Leute, ey, habt euch was einfallen lassen. Warte mal. Oh, cool, was zum Glotzen. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Offensichtlich. So, heute mache ich aber mal ein bisschen früher Schluss als sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, Däumchen nach oben und einmal abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal mit Ramira. Bye.